Moin Moin und willkommen zurück zu Dark Souls für die Switch. Und kein langes Geplänkel, wir gehen direkt weiter, wo wir stehen geblieben sind. Also los geht's. Wenn steht jemand, dann gehen wir erst erstens hin, würde ich sagen. Halt mal. Wo geht's denn hier hin? Okay, da geht's nirgendwo hin. Na gut. So, gucken wir mal. Durch das Tor gehen wir auf jeden Fall. Aber vielleicht sollten wir erstmal hier draußen alles erkunden, bevor wir uns das Tor angucken. Scheint eine große Stadt zu sein da unten, was natürlich sehr cool ist. Es gefällt mir, wenn der extra Content nicht zu klein ist. Das wäre natürlich ganz cool. Gucken wir mal auf der Brücke da hinten, ob der uns gut gesandt ist oder ob er gesund ist oder ob er uns einfach nur tot sehen möchte. Gehen wir mal hin. Können wir ihn nicht anklicken? Also wie können wir mit ihm reden? Ah, let me guess. Snatched by a shadowy limb and dragged off to the past. Ja, ist richtig. Yes, of course. Exactly what happened to me. We are both strangers in this strange land. But at least now there are two of us. Okay. Did you happen across Knight Artorias, the legendary Abyss Walker from the old tales? Well, if you haven't, it's just as well. He's a colorless sort, if you ask me. Oh, was hat er denn so da? Achso, hier kann man natürlich sich ein bisschen eindecken. Mit den ganz normalen Sachen. Also Menschlichkeit kaufen bei ihm für 10.000, na gut. Oh ne, wir haben ja nicht alles da. Brauchen wir nichts. Ein paar Pfeile vielleicht noch kaufen. Pfeil, Standardpfeil. Standardpfeil reicht doch. Wie brauchen wir denn? Ja, nochmal. Noch ein paar hundert Stück mit hier. Zack. Weile kann man nie genug haben. So lang. Okay. Gehen wir hier nochmal hin, gucken, was hier ist. Jetzt nach oben. Okay, dann weiß ich, das ist die Abkürzung. Da kommen wir hin, wo wir uns das erste Mal mit den anderen sozusagen bekämpft haben. Cool zu wissen. Falls man mal sterben sollte, könnten wir jetzt direkt da längs gehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt geht, weil ich sie aktiviert habe. Oder ob das vielleicht nicht funktioniert. Muss man dann mal schauen. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Und erwarten wahrscheinlich den nächsten Boss. Puh. Man weiß es nicht. Wir testen es mal. Bin gespannt. Oh. Okay, ich dachte, das wäre der Boss gewesen. Aber anscheinend ist dieser große, fiese Ritter der Boss. Nicht so gut, nicht so gut. Shit, ich bin ein bisschen unvorbereitet. Was ist denn, das? Da ist so ein Vogelkopf, ne? Okay. Ritter Artorias, okay. 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 Er ist ein Held, das merke ich schon gerade. Da können wir gar nichts machen. Okay. Ach, Mist. Boah, alter Schwede. Der hämmert ganz gut rein. Willst du was trinken? Hier ist hin? Ja, los. Mist. Oh Mist. Komm doch nicht weg da aus dem...
das an. Oh, gar keine Ausdauer mehr. Trinken. Okay. Mein Gott, hätte nicht ein anderer. Müssen immer Bosse kommen die ganze Zeit? Oh, was mache ich denn? Ich wollte gar nicht den Schlag machen. Okay, erwischt. Dann jetzt da. Noch mehr Kraft oder was? Mein Scheiß. Fetter Dachs. Soll ich was trinken? Oh, ich hätte was trinken können, dachte ich. Das war falsch gedacht. Oh nein! Wieso treffe ich ihn denn nicht? Ich war zu weit weg. Meine Schuld. Schnell was trinken? Nein! Oh, ich habe doch gerade was getrunken. Oh, das gibt's doch gar nicht. Oh, so ein fieses Viech. Okay, gut zu wissen. Schade, dass da kein Dings in der Nähe war, ein Leuchtfeuer. Aber wir haben ja die Abkürzung gefunden. Müssen wir die Abkürzung aufsuchen? Puh, das Ding hat aber ganz gut reingeklotzt, muss ich leider sagen. Aber ich glaube, der ist zu machen. Man hat ja gesehen. Oh, guck das an, ich muss echt den ganzen Weg wieder dahin eiern. Das war jetzt nicht so weit eigentlich, glaube ich, wenn man die Abkürzung hat. Ich weiß nicht, ob ich die Abkürzung überhaupt benutzen kann. Vielleicht habe ich die jetzt damit aktiviert einmal. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Weil sonst wird es echt ärgerlich. Aber naja. Dann kommen wir auch noch runter. Wenn wir herkommen. Ah, okay. Oh, einer tot, andere runtergefallen. Ich sag nur Depp. So, wir laufen jetzt hier nochmal längs an der Kante. Gucken, wie weit wir kommen. Der war ganz cool, der Ritter. Der gefiel mir. Aber er hat auch. Natürlich hat er auch Schaden ausgezahlt, ne? Aber ich war auch zu unvorsichtig. Habe ich wieder gemerkt. War zu unvorsichtig. Versucht nochmal einen Schlag hier zu machen. Versucht den Stichschlag zu machen, der total dumm ist bei ihm. Der bringt uns da gar nicht weiter. Aber kann ich den rufen jetzt hier? Yes! Gut, das ist natürlich cool. Jetzt gleich wieder runter. Und dann ist es ja nicht so weit zu ihm hin. Also dann geht's ja. Gut, dass wir es mal getestet haben, weil sonst hätte ich den ganzen Weg nochmal laufen müssen. Bin mir gerade mal so ein. Gut, ab hinein. Und killen das Ritterschwein. Ach, bin gespannt. Ah, Mist, echt erwischt im Reinsch. Oh Mann. Okay, Rundumschlag kann er. Den kann er auch. Na, den kann er wirklich. Ach Mann. Gibt's doch gar nicht. Was? Pum, pum, pum. Komm her, du Spacko. Lässt doch mal so eine Schleimspur. Okay, das war ein ganz guter Schlag. Das ist eine gute Zeit, um zu heilen. Okay.
verdammte Axt. Oh nein! Och Mann. So ein Scheiß. Ich wollte gar nichts trinken und dann trinke ich doch. Oh. Okay, okay, okay. Mann, Mann, Mann. Also ihr müsst euch nicht ärgern, sollte ich da jetzt... Ich versuche es immer fünfmal. Ich mache mal kurz heilen hier. Ich mache verstecken, reparieren. Ich versuche es immer fünfmal. Ich habe keine Kohle, stimmt. Ich versuche es immer fünfmal und wenn ich dieses fünfmal das nicht geschafft habe, dann versuche ich es natürlich weiter, aber dann schneide ich das. Dann müsst ihr euch nicht alles angucken, wie ich da mal hinlaufe und so. Dann mache ich das weg. Weil dann finde ich, wird das Video einfach zu lang. Aber so teste ich es halt teilweise nochmal, um zu sehen, ach, kann man es auf der so schaffen? Wenn nicht, dann nicht. Aber wir probieren es mal. Ich denke, alle guten Dinge sind drei, wie beim letzten. Das heißt, wir werden ihn jetzt wahrscheinlich besiegen können. Mal kurz, bis die kleinen Molche kommen da. So. Und ab geht's. Gefällt mir trotzdem der Ritter dieser Asturias, oder wie er heißt. Irgendwie macht das Spaß, weil... Ja, weil man nicht nur draufhauen kann. Ich muss mir gerade jetzt wirklich mal überlegen, wie ich den besiege. So ein bisschen gesehen, wie er jetzt angreift, habe ich ja. Aber er hat ja verschiedene Kampftechniken, beziehungsweise Angriffsmuster. Und ich muss einfach nur den richtigen Zeitpunkt abwarten, wenn ich mich heilen will. Ich heile mich einfach so und das ist immer blöde. Und natürlich auch mit den Schlägen abwarten. Aber das kriege ich hin. Das kriege ich hin. So. Obwohl, warte mal. Wir könnten ja. Oh, think of it. Kann ich wahrscheinlich gar nicht. Ach, kann man gar nicht bei ihm. Okay. So long. Na gut, und dann laufen wir dahin. Ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwas habe, was ich mit einer Waffe drauf knallen kann. Das gucken wir gleich mal. Ich glaube nicht. Goldharz, wie es heißt. Habe ich sowas? Goldharz, da. Fügt Waffe der rechten Hand Blitz zu. Was nein? Da nicht was drauf knallen. Machen wir gleich. Ich guck mal, ob das funktioniert hier, was ich da. Macht nicht so viel Sinn, ne? Macht nicht so viel Sinn. Gut. So rein. So, probieren wir es nochmal. Ich versuche immer so blöde Angriffsmuster. Okay. Naja. Da haut zwar nicht so viel Schaden raus, das Ding. Nervt aber trotzdem. Ich hab ihn doch getroffen. Kann ich mich einfach nur ignorieren. Jetzt hat er mich echt böse gemacht. Und da sind meine Sachen da hinten irgendwo. So, ich sag mal wieder. War jetzt mir gar nicht so wichtig, aber
Ah ne, ich hab meinen Schild runtergenommen. Das war auch echt behindert. Nein! Kann ich trinken? Ach, das gibt's doch gar nicht. Ach, scheiße. Diese blöde, fettige Rolle. Ah. Oh, das gibt's doch gar nicht. Komm nicht so an. Ich hätte jetzt schon längst heilen können, ne? Das gibt's doch gar nicht. Mann. Ach, Schiss. Da hätte ich rangehen müssen. Schon trinken? Was man da jetzt immer macht, da, ich weiß das nicht, aber. Oh, jetzt hat er noch mehr Power, als ich gerade. Okay, das ist halt richtig faul. Okay. Okay. Oh Mist. Mann. Shit. Oh shit. Penner. Der noch stärker, ne? Ah, scheiße, ey. Der muss echt gut noch ausweichen, den Typen. Ah. Ah, ich hatte ihn noch fast. Mehr. Oh Mann, er wird immer stärker, ne? Puh. Ja, jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich natürlich. Leider auch nicht weg. Da kommt man auch nicht weg. So ein Shit, ey. Heieiei. Ritter Artorias. Dich mag ich gar nicht. Okay, welche Taktik macht man da? Ich glaube, man muss ihn relativ schnell am Anfang kalt machen, sonst hat er einen nachher total am Wickel, ne? Oder? Ich probiere es noch einmal. Und dann muss ich mir was anderes überlegen, wie ich das mache. Zumindest ist der schon echt. Moin moin nochmal. Ich muss hier einen ganz kurzen Break machen. Das ist sehr schade, aber ich bin, ich habe sozusagen Artorias besiegt und nach dem fünften Anlauf und leider muss ich zugeben, habe ich ist irgendwie die Aufnahme kaputt. Das heißt, ich kann es nicht ransetzen. Ich wollte ja dann nicht so viele Anläufe machen. Und jetzt ist die irgendwie kaputt gegangen. Und ich konnte den Anfang noch retten. Und den Mittelteil irgendwie nicht.
Das heißt, ich kann euch gar nicht zeigen, wie ich ihn besiegt habe. Um das kurz zu erklären, wie es passiert ist, also ich habe ihn wirklich nur, ich bin fast immer nur weggerollt. Weggerollt, hingehauen, weggerollt, hingehauen. Hab dann gemerkt, dass wenn er seinen großen, starken Angriff macht, dann nutzt es viel, wenn man dann einfach mal zu ihm hinrennt und versucht ihn zu hauen. Also mit zwei Schlägen klappt es nicht, aber wenn man so drei Schläge schafft, unterbricht man sozusagen seinen Zauber, dass er stärker wird. Und ja, so macht er sich halt nicht stärker, man hat ein leichteres Spiel. Und man kann halt drei, vier Träge, Schläge auf ihn einschlagen. Das ist natürlich sehr cool. Das macht man so zwei, drei Mal und dann ist er eigentlich auch schon fast am Boden. Ja, aber dann befindet man sich hier und man läuft dann in diese Richtung. Wo denn einfach mal hier hinten das Leuchtfeuer entzündet wird, was ich jetzt mal findet. Und das habe ich gemacht. Und da setzen wir uns hin. Und dann ist auch Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.